Da sind wir schon. Kermorhen. Es lief gerade alles eins auf dem einen, auf den anderen und. Das sieht hier schon was nach Finale aus. Das ist jetzt hier. Wir haben uns den geholt und dann ist Kaiser die und zack hierher. Du warst ja lange weg. Zu lange. Ist ja nicht zu schnell gelaufen. Nee, waren wir noch auf Skelliger. Und wie war deine Reise? Ruhig. Abgesehen von dem Gabelschwanz, der uns vor ein paar Meilen überflogen hat. Der Passagier war etwas beunruhigt. Was haben wir denn da? Zahlreiche Deformierungen. Augen, Ohren, Nasenlöcher, eine Hasenscharte. Und ist das... Na, na, ganz ruhig. Mit einem hatte Yennefer recht. Hübsch ist das Ding wirklich nicht. Yen ist schon hier? Und wie? Oh, habt ihr euch gestritten? Ach, Geralt, ich weiß, dass sie eine, wie drücke ich's aus, emanzipierte, willensstarke Frau ist, aber zählen Manieren denn gar nichts mehr? Sie teleportiert, ohne das Kleinste schön euch zu sehen, rein und sagt stattdessen, wir müssen einen Fluch brechen, es gibt dies und das zu tun, also los, Eskel und Lambert. Dann geht sie ins Gästezimmer, arrangiert alles um und wirft das Bett vom Balkon. Aha. Was mich vor allem interessiert ist, ist die... Ich bin so schlecht im Namen. Triss auch da. Ich hab gesagt, die kommt her. Gesagt, sie... Aha, jetzt verstehe ich. Entweder ist es das, oder Yen kann Eichenmöbel nicht leiden. Was hat Yen denn vor? Wenn ich das wüsste. Du meinst, sie hat's dir nicht gesagt? Sie hat uns gesagt, was sie braucht, um den Fluch zu brechen, nicht was sie vorhat, obwohl wir gefragt haben. Sie hat was vor. Schön, dass dir das auffällt. Und? Wo sind denn alle? Eskel ist auf Gabelschwanzjagd. Wir müssen das Nest im Wald ausheben. Und Yennefer braucht einige Zutaten aus den Organen. Wie sagt man? Zwei Fliegen, eine Klappe. Lambert ist noch in der Festung und bereitet sich auf einen Ausflug in die Berge vor, um das Phylakterium mit Elementarenergie anzureichern. Mhm. Und Yen? Die baut ihr Megaskop auf. Sie wollte meine Hilfe. Ich sollte mit einem piepsenden Gerät herumrennen und irgendetwas suchen. Aber ich bin zu alt für diesen Quatsch. Ich sollte ihr sagen, dass ich hier bin. Wenn du meinst. Aber erwarte nicht, dass sie dir um den Hals fällt. Ah ja, von der Eske und sich für meine Jagd nach dem Gabelschwanz. Sprich mit Lambert über die Reise zum Kreis der Elemente, die hilft den Fall des Megas Coop zu reparieren. Ich würde es genau in anderer, in alles umgekehrte Richtung machen. Und vorher würde ich mal kurz auf die Map gucken. Da steht hier was von Stufe 19. Ja gut, wir haben Stufe 18. Wir sind zwar ein bisschen unterlevelt, aber... Gut. Das könnte man hinkriegen. Okay, das wollte ich nicht tun. Eichemie haben wir irgendwie sträflich vernachlässigt hier. Haben wir gar nicht gemacht. Ich würde erstmal sagen, hier, das hier. Mit Yennefer, danach sprechen wir mit Lambert. Der Komplexer. Und danach gehen wir zu Eskel. Ja, schön mal wieder hier zu sein. Das war doch hier die, da hat man die Eröffnungsszene, das ist den Prolog, wo Ciri von der wilden Jagd entführt wurde. Das war doch hier der Hof, wo wir das erste Schwert-Tutorial hatten.
Und wo wir auch in The Witcher 1 relativ lange drin waren. Ach ja, The Witcher 1 war gut. Bin ich halt relativ schlecht vorangekommen. Also ich bin da gut vorangekommen, aber ich bin dort irgendwann. Ich glaube, wir müssen auch nochmal runter. Bin halt an der einen Bestie. Einfach weil, wahrscheinlich, weil ich nicht richtig gelevelt habe. Weil ich da ein paar mehr Kämpfe und so weiter, weil ich da mal ein bisschen Training brauchte. Bin an dieser Bestie, wo halt. Gab auch leider komplett keine Vorwarnung. Gegen diesen einen Hund habe ich dort gekämpft und kam da als bin da halt dran gescheitert. Sehr schade. In Witcher 3 stelle ich mich immerhin besser an. Oh, ich erinnere mich an diesen Raum hier aus The Witcher 1. Da gab es einen Bosskampf. Ich erinnere mich nur noch dunkel dran. Ja, auf der Treppe habe ich gekämpft. Das war ein relativ harter Bosskampf. Kehr Morhen am Anfang des Spiels von Teil 1 war schon echt hart. Ich habe mich recht relativ gut, also erstaunlich gut kam ich mit der. Mit dem Kampfstil kam ich echt verdammt gut zurecht. Ja. Willkommen. Geht. Läuft schon wieder aus. Verdammt. Lambert. Was ist das? Brauchst du Tränke? Nein. Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Da kommen einige für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Von mir aus machen wir das kein zuerst. Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Wir gehen dann zu den Frauen. Ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Letzte Prüfung. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Soll nicht vorher doch Jennifer helfen und dann. Wenn der Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachäffst? Warte, können wir das. Ich habe so ein Bauchgefühl, dass es vielleicht doch besser ist, nochmal das hier abzubrechen. Ja, der alte Mann findet das nicht witzig. Um Jennifer zu helfen. Ich hoffe, der nimmt es uns nicht übel. Keine Hinweise mehr hier. Okay, ich schätze, wir müssen jetzt einmal hier mitkommen. Ich mach ja schon. Das Spiel will es von mir. Vielleicht haben wir uns jetzt für ein alternatives Ending entschieden. Vielleicht haben wir jetzt für eins von drei Endings entschieden. Ich weiß nicht. Ich bin generell hier ein bisschen überrascht, wie das hier abläuft. Es geht ja alles ziemlich schnell. Eben noch ins Gelege. Ich wollte mich eigentlich aufs Gelege noch ein bisschen umgucken und dann noch ein bisschen Nebenquests machen, aber wurde der immer noch nicht gepflegt.
wie sie mir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Na, dann machen wir das jetzt mal mit ihm. Mit Lambert. Schwimmen wir über den Teich? Hoffentlich können wir die anderen Sachen dann auch noch machen. Ich habe hier ein Boot vertreut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Jetzt ergibt das Sinn. Vielleicht können wir auch irgendwann mal Bomben lernen. Haben wir es jetzt noch nicht geschafft. Bomben herzustellen, das war ein bisschen jetzt nicht so wirklich das Ding. Oh, Gegner. Ein paar Harpchen. Level 19. Eine gibt's noch. Sehr schön. Sieh einer an, ich bin beeindruckt. Wo hast du diese Tricks gelernt? Das ist eine Kunst. Ich habe sie von einem Meister in Serikanie gelernt. Bla bla. Erzähl das deiner nächsten Zauberin. Harpchen, Eier. Stimmt was wert. Habe ich noch mehr rote Punkte gesehen. Aber nicht auf unserer Strecke. Kommst du mit Wesemir wieder besser klar? Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern. Mhm, klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Angekommen. Verdammt! Hab's genau hier vertreut. Ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Ja, vor 5 Tagen. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Aha, finde das Boot. Wir schwimmen zum Boot. Bist du mal wieder angegriffen? Er hat unten, ne? Ey, einer nach dem anderen. Ich wollte gerade sagen, ich brauche mal Unterstützung. Da sind noch welche. Im Wasser ist das Kämpfen für mich relativ schwierig. Ich töte die lieber am Land. So, sehr schön. Das hat uns gerade noch gefehlt. Schön mal looten hier. Und da ist noch einer. Ja. Ist ja widerlich. Eine Schrulle. Also gut. Der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein. Hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur 2 Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben? Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil... Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert.
Und dich aufs Boot. Ich mache ja schon. Let's go. Geralt? Ja, Lambert. Geralt? Lambert. Geralt? Lambert. Geralt? Lambert. Was tun wir? Ich bin auf dem Boot. Boot. Eine Hexerwelt mit. Eine Hexerwelt mit ihren Flüssen, Ozeanen und großen Bergseen. Gibt es zahlreiche Gegenden, die man weder zu Fuß noch zu Pferd erreichen kann. Man muss vielmehr schwimmen oder segeln. Welche an den Stränden und Orten mit dem Hafensymbol markiert sind, nach Booten Ausschau. Vorsicht, wenn dein Boot auf Felsen oder andere Hindernisse aufläuft. Nimmt es Schaden und kann es auch sinken. Drücke I, um das Steuer eines Boots zu übernehmen. Ich dachte, er wollte. Geralt? Geralt? Lambert? Geralt? Lambert? Ja nu. Geralt? Lambert? Ich drück schon eh. Was wird Geralt? Das hier? Ja, weil er direkt daneben sitzt. Junge. Geralt? Lambert. Geralt? Meine Fräse. Schwieriger an das Boot zu kommen als ein Golem zu besiegen. Ja, mach hops. Geralt? Lambert. Ja, ich kann nicht. Drück E. E. Das ist gerade das Einzige, was hier. Das verdammte Boot. Können wir da auch hinschwimmen? Bevor wir hier. Lambert? Versuch mal hinzuschwimmen. Mit dem Boot fahren können wir nicht. Wo ist der Höhleneingang? Wird ja nicht so schwer sein, hier rüber zu schwimmen. Ich habe das absolut keine Ahnung, wo das. Das der Höheneingang ist. Ich denke, wir müssen für die Quest jetzt mit dem. Wir werden müssen. Gib dich aufs Boot. Na gut. Wenn mich lassen würde. Er sitzt da daneben und hat einen. Das ist halt scheiße. Wenn die beiden Boxen übereinander liegen. Seine Gesprächsoption. Und die Option, das Schiff zu bedienen.
Geralt, Geralt. Lambert, Lambert. Gott, ist das verbuggt. Ich drücke ja, ist meine E-Taste kaputt oder? Die E-Taste funktioniert ja. Aber mit dem Gesprächsdialog, mit dem. Das will nicht. Das verbuggt. Da haben wir jetzt hier den letzten Speicherpunkt. Und jetzt nur 12. Das könnte ein bisschen. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Ein bisschen her sein. Der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt, das war damit der Boot nicht bedienen. Brechen. Und so brachte er Uma zur Zuflucht. Gibt sich aufs Boot. Hab gerade mal neu geladen. Ich weiß. Drücke E, um das Steuersboot zu benutzen. Versuch ja. Meine Fräse. Geralt? Kannst mal deinen Arsch davon wegbinden, belegen. Ich kann nicht. Es geht nicht. Geralt? Spiel blockiert mir die Aktion, weil da eine andere Aktion daneben liegt. Ja, scheiße. Festgebackt. Das wird so saublöd, tun wir das jetzt hier nicht. Das Abenteuer hier ran scheitern würde. Steuer übernehmen, es geht ja, ich kann ja hier mit E-Taste das nicht kaputt, ich kann ja hier mit ihm reden. Ist jetzt ernüchternd. Sie kann es nicht angreifen. Hör ab. Lass mich. Ich würde gern spielen. Ah, okay. Was haben wir uns hier gebaut? Ja, irgendwas damit nicht in Ordnung. Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Muss einfach mal jemand sagen. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Schnellreisen, du kannst jetzt schnell reisen, während du dich auf einem Boot befindest. Nur an Orte mit Wasser, die auf einem Wasserweg erreichbar sind. Mit dem Boot schnell zu reisen, öffnest du die Weltkarte, während du dich am Ruder befindest. Du kannst an jedem Ort schnell reisen, mit dem Anker markiert ist. Ja, wollen wir aber gerade nicht. Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freude. Ich kann ja ein bisschen singen. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Wir sind zwar hier nicht bei den Wikingern. Wir sind hier nicht bei Assassin's Creed Valhalla. Geh aus dem Wind, das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Aber ja. Okay, fast da. Sind wir bald da? Wir sind da. Bereit für die Höhlen? Fast. Aber bevor wir reingehen. Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze. Haben wir denn Katze? Ist Speerspitze immer noch da unten? Ja, ist er.
Es sei denn, er hat uns einen Gefallen getan und ist verreckt. Er könnte jeden Moment hier sein. Okay. Wie geht der Reim? Was geht? Speerspitze ist ein tiefer Schläfer. Weckst du ihn, dann schläfst du tiefer. Na los. Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das ist eine Falle. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Wir tun, was du willst. Du hast bestimmt recht. Gehen wir direkt zur Höhle. Endlich etwas Vernunft. Es stinkt nach einer. Es stinkt nach einer Falle. Wie sieht's denn aus mit Katze? Donner haben wir. Wildcoats haben wir. Ja, da muss das ohne gehen. Verdammt, zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Wiese mir. Bereit? Du Fettwanst! Eins, zwei, drei. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Gut, weiter durchs Dunkel. Katzentrank hätte mir wahrscheinlich hier geholfen. Wand wirkt nicht sehr stabil. Hart vielleicht? Was zu sehen. Um Speerspitze aufzuwecken. Hör auf, so herumzutrampeln. Entspann dich, bin bloß ausgerutscht. Speerspitze werden wir sowieso aufwecken. Es wird über Bosskampf geben. Was? Ich hab was im Auge. Ist wohl ein Splitter. Hoffentlich kein Spiegelsplitter. Das würde dich noch gemeiner machen. Haha. Ich folge einfach dem Navi. Puh, hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Das wäre mal... Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Sag doch, Bosskampf. Schnell vorbei hier. Bevor es aufwacht. Machen wir uns hier vom Acker. Sind im Kreis gelaufen, schön wieder draußen zu sein. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Keine Ahnung, wen du damit beeindrucken willst, aber die harte Tour zieht bei mir nicht. Musst du gerade sagen. Wesemir hat mir von deinem Job für diese Nilfgaarder in Velen erzählt. Was? Was machst du da? Ich töte Monster. Ich bitte dich. Ist mir so rausgerutscht. Komm schon. Und lang zum Kreis der Elemente. Okay, aber Sekunde, da machen wir erstmal eine kurze Streampause, bevor wir hier weitergehen. Ja, das sieht ja schon relativ final aus. Ich hoffe nicht. Wir haben aber noch ein paar DLCs, die ich gerne noch spielen würde, wenn das Finale mir das Spiel nicht schon beendet. Ja, wird aber wahrscheinlich auch nicht so sein. Ich dachte schon nach Part 7 oder 8, dachte ich mir schon, dass das Finale das ist hier nicht, dass schon das ins DLC geht. So. Ich schicke euch jetzt in den Pausenraum. Dann machen wir eine Viertelstunde Pause und wir sehen uns gleich wieder. Dann spielen wir noch ein bisschen weiter. Bis gleich.